Liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, Gott spricht zu uns in der neuen Jahreslosung: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Warum sagt uns Gott das mit der Quelle lebendigen Wassers? Trinken wir sonst etwa Dreckwasser? Wo gehen Sie hin, wenn Sie frustriert sind, wenn Sie traurig sind? Womit trösten Sie sich? Wir alle haben solche Tröstungsmechanismen, die wir schon früh teilweise als Kinder eingeübt haben. Woher holen wir uns die Liebe, die Bestätigung, die Anerkennung? Was machen wir dafür? Besonders Männer sind da gefährdet, schauen sich zum Beispiel zum Trösten im Internet Pornos an. Oder gerade sehe ich draußen öfter Werbeplakate, die mich an frustrierende Situationen erinnern und mir dann vorschlagen, darauf einen Schnaps zu trinken. Schon allein die Formulierung, jetzt brauche ich erstmal einen Schnaps, zeigt, wo wir wirklich Trost suchen. Dabei muss das Dreckloch, aus dem wir immer wieder trinken, in dem wir immer wieder nach Trost suchen, gar nicht so offensichtlich schlecht sein wie Pornos oder Alkohol. Manche bekämpfen ihren Frust, indem sie shoppen gehen. Andere essen Süßigkeiten, um sich zu trösten. Andere stellen schön herausgeputzte Fotos von sich auf Instagram und freuen sich über jeden Like und suchen so nach Bestätigung. Wir alle haben unsere Drecklöcher, aus denen wir schmutziges Wasser der Ersatzanerkennung trinken, weil wir es einfach so gewohnt sind und vergessen dabei, dass wir dadurch nicht wirklich das bekommen, was unsere Seele braucht. Es ist eben halt doch nur unser gewohntes altes Dreckloch. Und deswegen ist die Jahreslosung so wichtig. Sie erinnert uns, wo es wirklich Sinn, Liebe, Bestätigung und wirklichen Trost gibt. Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und ein Jahr voll von lebendigem Wasser, das wünschen wir Ihnen für das Jahr 2018. Gottes Segen dafür.